Tun bei mir ein. Der Punkt ist, dass wir auf der Straße sind, was wir auch bei den ganzen Namen schon gehört haben, schon kommuniziert haben. Der Herr Kubieser. Wir sind nur deshalb auf der Straße. Und dann bleibt der Bürger dann irgendwann auch keine andere Wahl mehr, als einfach mal Widerstand zu machen. Darauf haben wir uns auch, das weiß ich, auf die Versammlungsbehörde ganz offiziell, haben wir uns dort mit Begründung, genau weil wir keine Antworten auf die Sachen kriegen. Und wenn wir wegen dieser Sachen dann auf die Straße müssen, dann berufen wir uns natürlich auch auf den Widerstandsparagraf. Wir sind, soweit ich das weiß, die Einzigen hier, die das auch ganz offiziell machen. Und das weiß auch der Leiter der hiesigen Versammlungsbehörde. Ja? Ich sage es Ihnen ja jetzt nur. Frau Richter und Frau Haubold, merken sich das einfach. Und wenn Sie... Moment. Frau Richter und Frau Haubold, einfach merken die beiden Namen, und wenn sie die irgendwo eingeben, dann werden sie wahrscheinlich, um Gottes Willen, lassen die Frauen ruhen, die kann man nicht reden. Ja, super. Ich wollte kurz überlegen, was kommt. Denn wie wird an Sie, wenn Sie jetzt so mit der ganzen Geschichte, so wie es jetzt hier ist, also mit Kundgebungsmittel und mehr als zwei Personen hier unangemeldet weiterlaufen, abgespalten von der anderen Demonstration? Er wäre es in dem Moment eine Straftat, darauf weiß ich das jetzt. Ist keine Straftat, das ist maximal eine Ordnungswidrigkeit. Bitte, junger Mann, wirklich nicht. Ich komme aus einem Polizisten-Elternhaus und einem Richter-Elternhaus. Ich lebe schon immer in der DDR und hier in Deutschland und habe mit Polizisten zu tun gehabt. Und bitte achten Sie, bei mir haben Sie jetzt Glück, achten Sie bitte darauf, wann Sie von einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit sprechen. Das Nichtermelden einer Versammlung ist eine Ordnungswidrigkeit. Da kennen Sie scheinbar irgendwie die Gesetzeslage nicht. Also jetzt Sächsische Verfassung plus Grundgesetz. Melden Sie sich bitte bei Ihren Kollegen, beim Polizisten im Widerstand, und die werden Ihnen das vielleicht in der Kürze aufgeben und die erklären Ihnen das vielleicht. Ja, das lasse ich mal noch dran, damit Sie sich das nochmal angucken können. Eine Stadtführung mache, dann ist das eine Versammlung, die ich anmelden muss, oder was? Oder wenn ich bei der Familie gehe, Sie können auch so laufen, ich möchte lediglich von Ihnen quasi dann die Personalien. Dann machen wir es ganz easy. Sie können es wirklich abkürzen, wir haben es ja schon tausendmal gehabt. Dann sehe ich bitte, wenn Sie es wirklich haben, zuerst Ihren Dienstausweis und dann nenne ich Ihnen meine Personalien. Also wenn Sie das jetzt wirklich so wünschen, dann müssen wir das auch wirklich ganz korrekt machen. Weil ich ja jetzt nicht weiß, wer Sie sind, Sie haben ja ohne Kopfbedeckung auch keine vollständige Dienstbekleidung an. Und da möchte ich dann bitte erst den Dienstausweis sehen. Das können wir nur, wenn ich so sehe. Ja, doch, so, erst den Dienstausweis, dann ziehen. Ich weiß, was das ist, das ist die Rache für Dienstag. Das ist die Rache für Dienstag. Коли красиво, є така легенда, як дівчина красиво проходить тут біля цієї церкви, це католичність. Те серце, що велике, ich weiß nicht, was Ihr Problem ist. Also, aber da gibt es manchmal Leute, die müssen sich wichtig machen. Ne? Das ist irgendwie schon interessant, weil wir hatten es mit Ihrem Kollegen eben schon geklärt. Und er kennt ja die gleichen Gesetze wie Sie. Ich nehme an, er hat kein anderes Gesetzbuch in der Hand. Ich weiß nicht, was das jetzt sollte. Ja, wie gesagt, wenn Sie keine Kunden haben, dann ist das Ich habe Ihnen gesagt, dass ich jetzt die Friedensfahne, ein neutrales Symbol hier dran hänge. Das können Sie mir jetzt gerne für politisch erklären. Da können Sie mir auch gerne Obi schicken, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das geht vor kein Geld. Hatten wir alles schon.
Weil hier keine Worte draufstehen, nichts. Und das bleibt jetzt hier dran. So. Selber ab, was jetzt ist. Ich verstehe Ihre Meinung, dass Sie das schon seit 2 Jahren machen, dass auch alles passiert ist. Ich bin hier zum ersten Mal hier, habe das gesehen. Stand und Dinge des Gesetzes, wenn man halt mehrere Leute mit einer... Nein, ich habe mir das gerade erklärt. Ich kann auch klar, wenn das Gesetz ist, 6%, Versammlungsgesetz. Ja. Mindestens 2 Personen haben eine politische Meinung, die ungegeben wird. Wie, wer definiert die politische Meinung? Wer definiert eine Frage, das? Ja, aber ich will das als Soll ich mein T-Shirt ausziehen? Das ist ja auch ein Demonstrationsmittel. Könnte ich ja jetzt brauchen. Was machen Sie denn dann? Schicken Sie mich nach Hause. Also ich gehöre zur Gegendemonstration zum Beispiel. Ich muss es schon mal abziehen. Du bist so böse, Lothar. Echt jetzt. Das ist ja nun mal so. Ich vertrete ja den politischen Pluralismus. Ich glaube, das ist auch Aber wenn die so zu
zweit rumlaufen. Melden doch keine Versammlung an, wenn ihr das Buttons und Lichter haben. Und da muss man jetzt Personalien abgeben dafür. Für Buttons, Lichter und eine Friedensfahne. Willkommen im besten Deutschland aller Zeiten. Das Licht. Ich frage mich, wo die Polizei war, als den Herrn Kropala irgendwie angegriffen haben. Sie war offensichtlich erst hinterher da. Sandra. Also ist jetzt nicht mein bester Freund, aber trotzdem.